Was für ein herrlicher Morgen und was für ein schöner Start hier in den Tag. Ach, der schöne Kenny T86 Next Gen mit der roten Unterbodenbeleuchtung und diesem, ja, dieser kolossalen Fracht. Dreimal Volvo Muldenkipper. 75 Tonnen Frachtgewicht. Eieieiei. Ah, ich habe auch gut geschlafen hier in dem schönen Häuschen und muss sagen, die Verpflegung war 1A und ich würde sagen, bevor es mir zu kalt wird, muss ich jetzt unbedingt hier in den vorgeheizten LKW rein. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge American Truck Simulator und ja, willkommen zurück zu einer neuen Episode Absurdistan im ATS auf der Alaska-Map. Und wenn ich euch hier am Samstagabend bei der Premiere dazu begrüße, dann ist es bereits der insgesamt vierte Versuch, ja. Es ist der vierte Anlauf, den ich hier nehme und versuche halbwegs etwas Ordentliches zusammenzubekommen. Aber darauf kommen wir später zurück. Wir gucken erstmal, von wo nach wo es heute geht. Wir haben gute 340 Meilen im verschneiten Coldfoot vor uns. Nach Fairbanks gehen Süden hier in das neu gestaltete, neu erschlossene Industriegebiet. Ich bin sehr gespannt. Ich war da eigentlich noch nie wirklich drin in dem neuen Gebiet von Fairbanks. Und ich bin sehr gespannt, was uns so auf dem Weg dorthin erwarten wird. Eins sage ich vorweg. Heute bin ich pessimistisch, dass wir es nicht schaffen werden. Und ob wir es schaffen werden, das sehen wir jetzt. Oder ob ich recht behalte. Ne? Das ist auch die gute Frage. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt hier. Es ist sehr früh am Morgen. Es ist... Hallo, falsche Taste. Es ist kurz nach 5 am Dienstagmorgen im Spiel. Und ja, mal wieder ordentlich Nebel. Also so wirklich viel sieht man nicht. Mal sehen, ob es noch mal schlimmer wird mit der Einschränkung der Sicht, aber ich bin ganz froh, dass wir erstmal zu Beginn etwas asphaltierten Untergrund haben, also die will kein Eis und kein Schnee zwischen Straße und Gummi. Und dann fahren wir erstmal hier ganz normal auf die Straße auf und dann können wir auch loslegen. Und da das Ganze hier am Samstagabend als Premiere kommen soll, hoffe ich, dass ihr eine angenehme Woche hattet und auch ein schönes, entspanntes Wochenende. Und dann kann ich ja langsam mal loslegen zu berichten, was mir hier in den letzten anderthalb Stunden alles so passiert ist. Ich habe dreimal versucht, eine Aufnahme zu machen mit schweren Frachten, genau mit diesem Gespann hier, also mit Auflieger und LKW. Und dabei immer in Watteau Bay, also ganz oben im Norden von Alaska gestartet. Und leider musste ich dreimal abbrechen, denn die Fracht war einfach zu schwer und die Gegebenheiten, ja, es hat nicht harmoniert. Es ging nicht voran. Ich habe jetzt insgesamt über eine Stunde Aufnahme, die im Papierkorb liegen, denn es hat dann irgendwann einfach keinen Sinn mehr gemacht, nur noch mit 2 Meilen voranzukommen. Und ich werde auf jeden Fall hier auch voraussagen, dass es uns nochmal 2-3 Mal mindestens passieren wird. Aber dann ist es so, dann nehmen wir die Flycam. Eigentlich bin ich gut gelaunt, denn es ist Donnerstagabend, es ist der 14. Es ist Feiertag in Frankreich, von dem ich zwar jetzt nichts habe, aber trotzdem an alle Zuschauer, die vielleicht jetzt zuschauen oder später sich das Video angucken und aus Frankreich kommen oder in Frankreich leben, einen schönen Nationalfeiertag. Und es ist der Tag, an dem bei mir eigentlich jetzt die Semesterferien beginnen. So wie auch für die meisten oder für einige von euch, die noch zur Schule gehen, denke ich mal, egal jetzt in welchem Bundesland, werden diese Woche, nächste Woche oder haben vielleicht auch schon die Sommerferien angefangen. Ich hoffe, dass ihr die Zeit genießen könnt und ja, auch fleißig natürlich die Videos guckt. Und
Vielleicht geht ja auch der eine oder andere von euch in Urlaub. Könnt ihr gerne mal reinschreiben für diejenigen, die jetzt auch hier zuschauen oder auch hinterher gerne unter das Video in den Kommentarbereich. Und wir fahren jetzt auch erstmal mit 14 Meilen. Das ist zwar recht wenig, aber im Gegensatz zu dem, was ich vorhin alles hatte, ist es noch sehr geschmeidig. Ja, die Sicht verschlechtert sich. Wir haben etwas viel Trübheit hier oben in der Luft. Also ein bisschen Nebel, ein bisschen Staub, von allem etwas dabei. Oder besser gesagt, ja, so, ich weiß nicht, wie man das recht beschreiben soll. Schneeverwirbelungen vielleicht. Wir haben auf jeden Fall schon eine kleine Schlange hinter uns. Und ja, es ist halt sehr schade, wenn man sitzt und wenn man eigentlich alles vorbereitet hat, wenn man schon eine Thumbnail gebastelt hat, wenn man schon ja, fast übergreifend für die perfekte Aufnahme eine Stunde investiert hat und dann aber einsehen muss, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Aber das passiert. So ist es halt. Probieren geht über Studieren. Es war einfach so, dass ich zu oft stecken geblieben bin mit dem ganzen Geschoss hier. Und ja, das dann für mich auch dann irgendwann angefangen hat, keinen Spaß mehr zu machen. Wenn man dann wirklich irgendwie 20 Mal die Flycam nutzen muss, um dann nur wirklich schleppend voranzukommen und dann immer noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft hat. Ja, es war nichts, also von Plateau Bay bis runter nach Fairbanks, ungefähr 600 Meilen, ein bisschen mehr, dann ist es halt leider einfach ein netter Versuch, aber mehr nicht. Und jetzt habe ich eine neue Fracht, auch die jetzt im dritten Versuch hat es ordentlich angefangen, aber irgendwann hat es auch aufgehört. Und jetzt habe ich mir gesagt, gut, jetzt musst du improvisieren. Und jetzt fliegst du einfach mal weiter bis nach Coldfoot. Und da ist dieser Rastplatz, da ist ein bisschen asphaltierter, ja, von Schnee freigeräumte Straßen, auf denen du erstmal ein bisschen beschleunigen kannst. Und dann kannst du geschmeidig mit der aufgenommenen Geschwindigkeit auf den, ja, eisigen Straßen dann etwas vorankommen. Ja, es wird definitiv noch eine Senke kommen. Die werden wir auch versuchen, ja, relativ zügig auch zu nehmen, also wenn wir überhaupt bis dahin kommen, ohne vorher schon mal die Flycam genutzt zu haben. Und ich denke, gehe auch davon aus, dass wir auch da oben erstmal nicht weiterkommen. So, jetzt habe ich natürlich schon sehr, sehr viel vorher erzählt, was ihr natürlich jetzt alles nicht wisst. Jetzt versuche ich das alles nochmal aufzugreifen. Nämlich, SCS hat heute an dem Tag, am 14. Im Laufe des Abends auch schöne neue News rausgehauen oder Teaser-Trailer zu einem neuen LKW, den wir dieses Jahr noch bekommen sollen, nämlich im vierten Quartal, also Ende des Jahres 2022, sollen wir im ATS wieder einen neuen LKW erhalten, an dem wir uns dann erfreuen können. Und es soll ein neuer Western Star sein, das Modell 57X2022. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir ein paar, ja, Bilder dazu angesehen. Ich habe jetzt noch nicht wirklich rausgefunden oder gelesen, ob es den LKW schon gibt, ob man den schon irgendwie vorbestellen kann in Realität oder ob der dann irgendwie auch erst offiziell released wird, wenn das auch mit SCS passiert, dann gegen Ende des Jahres, genauso wie bei dem, ja, letzten Western Star Modell, das ja auch hier zeitgleich dann auch im Spiel als auch in der Realität released wurde. Was ich sehr schön finde, dass ein Hersteller solche, ja, so eine Kooperation quasi mit einem Spielentwickler eingeht, das finde ich ganz toll. Und das sind schon mal, finde ich, sehr schöne News, die uns nochmal, ja, ein bisschen Freude bringen. Sowieso im ATS, ne, wir haben noch Montana vor uns, ja, über Montana gab es ja jetzt schon den ersten Gameplay-Livestream, den ich mir nicht angesehen habe. Auch nicht nachträglich, denn davon abgesehen, dass ich halt ein bisschen was zu tun hatte, will ich mich einfach nicht zu sehr spoilern lassen. Ja, also ich weiß, die werden da einfach ein bisschen was zeigen und ein paar kleine Teaser an die Bildschirme bringen, aber ich will mich da nicht zu viel spoilern lassen. Und dann soll ja auch noch Texas kommen. Ich gehe mal davon aus, dass noch beides dieses Jahr kommt. Würde mich wundern, wenn nicht, aber natürlich wissen kann das definitiv ganz sicher keiner. Ja, abwarten, Tee trinken, aber ich denke, das wird dieses Jahr mit beiden DLCs noch was werden.
Und dann, wie gesagt, auch den neuen LKW. Also es sieht auf jeden Fall gut aus im ATS. Und ich freue mich da auch sehr drüber. Während wir hier auch konstant mit 15 Meilen weiter vorankommen. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als das, was ich vorher hatte bei den vorigen Anläufen. Ja, es ist einfach mal wieder ein Wahnsinn. Ich habe 27 Grad hier im Aufnahmeraum. Es ist brüllend heiß. Wir hatten heute über 32 Grad. Nächste Woche sollen es über 40 Grad werden. Ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Denn ich bin kein Freund von solch enormer Hitze. Ich bin generell auch nicht unbedingt der Sommermensch. Ich bin eher, ja, hier, Winter. Da komme ich dann, da taue ich dann eher auf. Ja, fühle ich mich deutlich wohler. Wenn es schön kalt ist, schön frisch. Aber mal sehen. Ich habe definitiv immer Ventilator, Fenster geöffnet, Türen geöffnet. Gut, gerade zur Aufnahme fällt das alles weg. Da muss ich alles zu haben. Dafür ist zu viel los. Hier. Ja, vorm Haus, auf der Straße, zu viel Geräusch, Kulisse. Auch den Ventilator würde man zu deutlich hören, deswegen während der Aufnahme ist immer eine Runde Spitzen angesagt, aber das ist mir auf jeden Fall wert und es macht ja auch Spaß, hier ein bisschen, ja, zu plappern und über das Vergangene in den letzten Tagen so ein bisschen zu reden und auch immer so ein bisschen auf, ja, einen kleinen Einblick in die Zukunft zu wagen. Aber definitiv werden wir hier nochmal zwei, dreimal auch die Flagge nutzen müssen. Und dann hoffe ich aber, dass wir den größten Teil der Strecke wie bis hierhin auch so schaffen werden. Das wäre auf jeden Fall zufriedenstellend für mich. Und ich hatte auch eben schon mal gesagt, dass ich durchaus auch das Feedback bekommen habe, manchmal auch kleine Erzählpausen einzulegen, damit man einfach ein bisschen mehr vom LKW und von der Umwelt, von der Geräuschkulisse hört. Und das versuche ich natürlich auch umzusetzen. Also ich versuche immer, die konstruktive Kritik, die ihr habt, auch anzuwenden und das bestmöglich umzusetzen. Aber erstmal versuchen wir hier noch die Steigung zu schaffen. Ich lasse es jetzt einfach mal so passieren. Es sind ja noch 5 Meilen pro Stunde, die wir auf der Uhr haben. Also könnte es durchaus noch was werden. Mit ein bisschen Geduld könnten wir es auf jeden Fall schaffen. Aber wenn wir irgendwann stehen bleiben, dann kommt natürlich die Flycam zum Einsatz. Ja, ist auf jeden Fall ordentlich laut. Ich hoffe, dass alles okay ist von der Lautstärke her. Und ich finde, dass der LKW hier schon nicht schlecht aussieht. Mal sehen auch, wann sich SCS dieser neuen Generation LKW annimmt. Also das liegt natürlich auch den Herstellern, klar. Genau wie bei Peterbilt, aber auch hier bei, ja, Kenny. Neuen Generationen. Aber schon ordentlich Stau hinter uns. Also da sind ja schon einige LKW-Fahrer, die wieder aufhalten. Noch teilweise Busse und PKWs. Ja, so ist es halt in Alaska. Also durchaus, ja, unberechenbar, teilweise gefährlich. Man kennt es dazu genüge aus den Sendungen auf D-Max oder auch anderen Kanälen oder Sendern, wenn dann LKWs hier stecken bleiben, nichts mehr vorangeht. Denn eines ist so das Gebot, das ungeschriebene Gesetz, wo man auf solchen Straßen hier unterwegs ist, die mit Eis und Schnee bedeckt sind, wo man nicht den optimalen Grip hat, niemals stehen bleiben. Ja, immer, immer Geschwindigkeit halten. Wenn man einmal stehen bleibt, hat man eigentlich verloren. Ja, also da darf nichts dazwischen kommen im Optimalfall. Ansonsten ist Ende Gelände. Wir haben ganz schön zu kämpfen. Wir haben hier insgesamt 9 Achsen. Wir haben 3x2 Trailer-Achsen und dann die 3 Achsen vom LKW. Wobei 4 Achsen natürlich noch besser wären. Aber das geht nur für die Standard-SCS, oder nicht für diesen hier. Für diese Modifikation natürlich auch. Alle Mods verlinkt in der Videobeschreibung. Und es freut mich auch sehr zu sehen und zu hören, dass immer mehr Leute sich auch die Alaska-Map zulegen. Also komme ich durchaus mit. Finde ich es wirklich sehr, sehr schön, freut mich und ich höre auch nichts Negatives. Also der Kauf lohnt sich, der Preis ist definitiv gerechtfertigt. Und man bekommt ein bisschen Abwechslung, ja. Also diese Wetterszenarien, die wir hier haben, gibt es sonst nicht auf der SCS-Map.
auch diese Konditionen hier auf der Straße, diese Gegebenheiten. Ja, das fordert dann auch, je nachdem, gerade mit schweren Frachten, schon etwas Geduld, Durchhaltevermögen. Aber das soll dann auch belohnt werden und fühlt sich immer gut an, wenn es am Ende dann doch aufgeht. Man muss halt immer nur gucken, wie viel das alles Sinn macht für eine Aufnahme. Da hatte ich mich ein bisschen, ja, verschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt auch diesen LKW hinnehmen, auch wenn es nicht der optimalste ist. Wir haben 600 PS, 18 Gang Automatik, das ist das Maximale, was hier generell geht. Bei dieser Version des Next Gen. Er kämpft noch. Also es geht noch ein bisschen voran, aber auch nicht mehr wirklich viel. Wetter ist, naja, wir haben jetzt gleich 9 Uhr im Spiel, also die Zeit, da muss ich schon so oft die Zeit wechseln, auch wegen der Sicht. Das müssen wir heute außer Acht lassen. Wir haben natürlich keine Restzeit mehr. Wir werden definitiv nicht pünktlich beim Kunden ankommen, das ist aber auch nicht das Problem, sondern das Ziel ist es generell zu schaffen und natürlich auch ohne Frachtschaden, das steht im Vordergrund. Hier ist eigentlich auch ein schöner See, aber man sieht kaum was wegen dem Nebel. Können wir mal versuchen, die Uhrzeit etwas zu ändern, dass man vielleicht ein bisschen was sieht. Es hat immer so ein bisschen unberechenbar, das Wetter hier oben in Alaska. Also bis Fairbanks ist ja alles okay, dann das ist so vom Wetterverhältnis so, ja, normal SCS. Aber dann, hier geht's dann immer los. Und oje, die armen Leute, die hinter uns sind, die durch uns hier aufgehalten werden. Aber so ist es halt. Also wie gesagt, ist gut, normalerweise würden hier, glaube ich, auch generell nicht so viele Fahrzeuge unterwegs sein auf der Straße, also hier oben. Kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wir haben natürlich auch alles am Start. Wir haben hier sogar eine rote Unterbodenbeleuchtung. Wir haben die Warnflaggen. Wir haben die Rundumleuchten. Auch hinten haben wir Rundumleuchten, Warnflaggen und ja, alles am Start. Auch Banner, alles ist dabei. Und dann hier die drei Volvo Muldenkipper. 75 Tonnen. Also ja, das ist schon nicht ohne. Definitiv nicht. Würde man so, glaube ich, auch nicht transportieren. Aber ich glaube, hier hat der LKW seinen Meister gefunden bei dieser Steigung. Also wir kommen eigentlich nicht mehr voran. Das heißt, es ist nicht schlimm. Ja, so ist es halt. Wir werden die Flycam nutzen und uns etwas voranbegeben, sodass es dann halbwegs normal weitergeht. Und das wird vielleicht noch 2-3 Mal auch vorkommen auf der Reise nach Fairbanks. Und dann sollte es aber hoffentlich geschafft sein. Ja, so ungefähr hier könnte man ansetzen zum Abstellen. Dann versuchen wir mal von hier aus Fuß zu fassen oder wieder Traktion zu erlangen. Das sollte gehen. Es geht also ein bisschen runter hier. Und dann kommt gleich die Senke. Also da bin ich mal gespannt, wie weit wir es überhaupt dann noch hochschaffen, liebe Leute. Also, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Und dann ist es auch besser, eine etwas kürzere Strecke zu nehmen, als da einfach zu viel zu wollen. Also, das muss ich sagen, ich habe das einfach ein bisschen überschätzt oder unterschätzt, besser gesagt. Jetzt haben wir schon 30 Meilen. Das ist ja, kommt einem im Vergleich schon richtig schnell vor. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um nochmal Dank zu sagen für alle, die mich unterstützen. Das heißt, natürlich alle Zuschauer, die sich die Videos ansehen, alle, die einen Daumen nach oben geben, die Kommentare da lassen, die mich auf irgendwelche Art und Weise unterstützen, alle, die bisher auch finanzielle Unterstützung dagelassen haben, vor allem auch die Mitglieder. Also wir haben mittlerweile schon über 11 Mitglieder. Das ist echt, echt überragend. Also freue ich mich sehr und ich hoffe auch, dass ich jetzt im Zuge der Semesterferien, wie gesagt, gehen bis Ende Oktober, dass ich da auch etwas mehr Content bringen kann und vielleicht noch, ja, verschiedene andere Spiele euch zeigen kann. Mal sehen. Ich will jetzt, wie gesagt, nichts versprechen, aber ich will jetzt auch nichts abstreiten oder ja, ich würde es einfach mal offen lassen, sagen wir mal so.
und dann mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich habe ja, das habe ich auch eben schon mal erzählt, aber das war ja dann für die Katz bei der Aufnahme. Ich habe Mitte oder Anfang September die Formation, die vierwöchige, wo man dann den Personenbeförderungsschein macht für den Bus. Den Führerschein an sich habe ich ja schon. Und ja, dann geht das so bis ungefähr auch Anfang Oktober. Ende Oktober geht dann das ganze Semester wieder los mit den Vorlesungen. Und ja, bis dahin könnte man schon ein bisschen was geschafft haben. Ich habe jetzt natürlich auch noch ein paar Prüfungsphasen in den Semesterferien, aber generell ist jetzt erstmal, ja, das, was jetzt letzte Woche angestanden hat, alles abgearbeitet. Und jetzt sollte wieder etwas mehr kommen können, zeitlich gesehen. Aber natürlich werde ich auch versuchen, den Sommer zu genießen. Vorausgesetzt, es ist nicht so elend warm, wie es gerade ist. Also auch viel draußen zu sein, mit Freunden sich zu treffen, unterwegs zu sein, Sachen zu unternehmen. Familie natürlich auch, Familienzeit, ganz, ganz wichtig. Und ja, auch ein bisschen die Hobbys zu pflegen, die man auch sonst hat. Und mal sehen, was wir dann alles noch schaffen. Aber ich denke, es kommt noch einiges und ich denke, ihr könnt durchaus gespannt sein und bleiben. Ja, haben wir ein bisschen. Also es wird sich auf jeden Fall noch ziehen. Ich denke, man kann schon mit einer guten Dreiviertelstunde rechnen. Ich überlege einfach nur gerade, wie extrem lange das Video gegangen wäre, wenn ich versucht hätte, zwanghaft von Fairbanks weiterzukommen. Nicht nur, dass ich einfach übertrieben oft die Flycam hätte nutzen müssen, es hätte auch die ganze Fahrt so ein bisschen zerstört. Nein, es wäre auch, hätte sich mindestens in 2 Stunden alles gezogen und ich weiß nicht, ob das dann zielführend ist. Ich wollte, hatte auch nicht vor, daraus 2 Parts zu machen. Ich will das hier alles in einem Rutsch machen. Wie gesagt, bin eigentlich ganz gut gelaunt. Ich war jetzt eben ein bisschen angefressen, weil einfach nicht vieles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Wie gesagt, es ist nicht immer alles so, wie man denkt. Also jetzt geht es hier wieder etwas runter mit der Geschwindigkeit. Ja, mal sehen, ob wir so ein bisschen auch das Wetter dann verändern können. Jetzt immer wieder etwas mehr. Jetzt wird auf jeden Fall mal wieder etwas heller. War schon mal nicht schlecht. Wir campen uns hier auf jeden Fall voran. Also, dieser Zeitdruck haben wir ja eh keinen. Teil ist abgelaufen von der Restzeit. Aber es wäre schön, wenn so viel wie möglich selbst gefahren werden könnte von der Strecke. Und es dann doch noch am Ende was wird mit der Aufnahme und mit der Premiere. Das ist schon verrückt. Und es klärt auf. Wunderschön. Also jetzt sieht man wieder mal auch etwas mehr hier von der Landschaft. Das hat nämlich bisher so ein bisschen gefehlt durch den ganzen Nebel. Sieht man mal wieder etwas mehr hier von den Bäumen, von den Straßen, vom Schnee, von Verkehr, von allem. Ich glaube auch nicht, dass man den LKW unbedingt für solche schweren Frachten nutzen würde, auch nicht in Realität. Mein Favorit für sowas ist ja auch eigentlich der Freightliner Argosy mit 750 PS. Und ebenfalls 18 Gängen. Der geht allerdings noch nicht für die 1.45 Open Beta, deswegen momentan leider keine Option. Noch nicht kompatibel. Ich denke mal, das passiert dann erst, wenn die Modder ihre Mods, ihre LKWs updaten für die neue Version 1.45, wenn die dann aus der Beta raus ist und released ist. Das haben wir noch eigentlich schon, ja, 4 Meilen, das geht. Muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man überhaupt noch vorankommt. Gleich sollte es wieder etwas Berg runtergehen, dann könnte das schon noch was werden hier. Man muss halt extrem viel Geduld mitbringen. Also für sowas muss man Nerven haben, man muss Geduld haben, man muss Willensstärke haben. Ansonsten wird das nichts. Aber ich kann, wie gesagt, die Map nur empfehlen für alle, die mal was anderes sehen oder fahren wollen. Und es macht Spaß, egal ob im Singleplayer oder auch mit Freunden im Konvoi-Modus.
und kommt definitiv hier auf der Alaska Map auf seine Kosten. So, jetzt geht's voran. Jetzt könnten wir mal wieder etwas Fahrt aufnehmen. Ich glaube, dass auch die Senke, die große Senke gleich kommen müsste. Bin mal gespannt. Ihr könnt da mal reinschreiben, wenn ihr gerade auch live dabei seid, ob wir das schaffen. Ja, ob der LKW das schafft, ich sage definitiv nein. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen können, das wird eine harte Nuss. Ja, also... ich denke nicht, dass wir es wieder hochschaffen, ohne die Flycam zu nutzen. Aber dann ist es halt so. Das ist jetzt auch kein Beinbruch. Ah, es geht schon ordentlich runter mit der Geschwindigkeit. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was gleich kommt, liebe Leute. Ja, und es kommt zum absoluten Stillstand. 0 Meilen pro Stunde. Wir bleiben quasi stehen. Das heißt, ja, man kommt, wenn ihr ganz genau hinguckt, ein bisschen kommt man voran. Und das kann sich dann teilweise, für das kleine Stück hier, kann sich das stundenlang ziehen. Das habe ich auch alles schon mal gemacht. Natürlich dann im Singleplayer oder auch im Konvoi-Modus. Dass wir dann stundenlang hier saßen und versucht haben, kleine Anhöhungen zu schaffen. Aber das hier, liebe Leute, das macht jetzt erstmal so ja, keinen Sinn. Das heißt, wir werden nochmal die Flycam bemühen müssen und dann versuchen, hier ja nicht allzu weit vorauszufliegen, aber so, dass wir vorankommen. Problem ist, dass eben überall Steigung drin ist. Sehen, wo es Sinn macht, ob wir dann hier vielleicht langsam uns mal versuchen könnten, dass wir hier dann vorankommen. Ja, sieht eher schlecht aus. Versuchen es mal einfach. Aber es sieht eher schlecht aus. Aber trotzdem, ich versuche es mal so durchzuziehen. Ja. Könnte durchaus was werden. Ein bisschen ist es noch. Ich glaube, hier müsste auch irgendwo gleich rechts ein Schild stehen. Als kleines Easter Egg. Ja, und so könnte das dann stundenlang nur vorangehen. Also ihr ahnt halt, was einem dann da bevorsteht, wenn man wirklich die ganze Strecke machen möchte. Vom ganz im Norden nach ganz in den Süden von Alaska. Es macht dann teilweise nur begrenzt Sinn, aber es macht definitiv Spaß, das muss man sagen. Weil es einfach mal was anderes ist. Es ist eine Herausforderung. Aber wenn man es schafft, dann fühlt es sich schon ganz gut an. So. Die Senke, und dann haben wir immer noch 240 Meilen. Ihr seht, also das zieht sich schon alles. Man ist schon eine gewisse Zeit lang unterwegs, bis man dann die Reise hier geschafft hat. Ich bin mal gespannt, ob es auch in Montana vielleicht das erste Mal ein bisschen mehr vom Schnee geben würde im ATS. Also ich denke nicht, dass wir da verschneite Straßen bekommen, aber dass man zumindest noch mehr verschneite Berge dann weiter weg sieht. Wer weiß, es wurden ja auch schon mal Texturdateien gefunden von ganz pfiffigen Leuten, also die dann direkt gesagt haben, hier Schneetextur, so steht das mittlerweile in den Dateien drin, so ist es hinterlegt. Ja,
kommt da vielleicht mal irgendwann was. Und natürlich, gerade wenn es irgendwann vielleicht nochmal nach Kanada gehen sollte oder in die Richtung, dann wäre es schon schön, wenn auch ja, Schnee dargestellt werden könnte. Und wer weiß, vielleicht kommt da doch irgendwann nochmal Jahreszeiten. Ganz abhacken soll man das ja nicht. Ich glaube, daran bei STS eh nicht machen, dass man die abhakt. Aber ich werde noch mal ganz kurz die Flycam bemühen, weil wir haben doch noch einiges an Strecke jetzt vor uns, bevor wir dann endlich mal zu dem Punkt gelangen, wo es bergunter geht. Hier ist das Schild. Ja, und dann geht es hier ordentlich runter. Das heißt, ich werde mich ungefähr hier jetzt mal so hin platzieren. Und dann stehen wir jetzt abrupt auf der Straße, hier mit dem hinteren Teil. Das ist halt auch so ein langes Geschoss. Ja, gut. Dann geht es jetzt erstmal runter. Und mal gucken, wie weit wir dann auf der anderen Seite wieder hochkommen. Das könnte lustig werden. Das steht schon mal fest. So. Also ungefähr bei 70 Meilen dann die Tempomaten mal reinmachen, mal sehen, was dann noch geht. Wenn wir überhaupt so. Doch, wir kommen so weit. Ja. So schnell, nicht so schnell. Und jetzt versuchen wir einfach mal zu gucken, was geht. Ah, das könnte. Man denkt immer, man könnte es schaffen, weil es ja eigentlich nicht mal so weit ist. Aber das trifft sich noch. Also ist einfach ein enormes Gewicht, was dann hier den ganzen Zug quasi nach hinten drückt, was entgegenwirkt in Kräften. Und ja, das war klar. Also es gibt dann doch noch, es kommt noch zum Stillstand. Das heißt, wir müssen Handbremse, Fahrschaltbremse und dann den Rest hier mit der Flycam überfliegen. Schade, aber so ist es halt. Also natürlich, Alaska ist schon auch mit normaler Fracht teilweise echt eine Herausforderung. Und das Ganze dann auch noch mit Schwerfracht und dann noch mit sowas Absurdum, mit Triple Trailer und 75 Tonnen Gesamtgewicht an Ladung. Das ist zum Scheitern quasi. Ja, jetzt habe ich ein Foto gemacht, das wollte ich gar nicht. So, hinstellen. Das ist quasi zum Scheitern verurteilt. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir hier sauber starten können. Von dem Punkt hier aus. Ich glaube es nämlich eher nicht. Ne, das macht hier wenig Sinn, weiterzufahren. Dann fliegen wir doch noch ein Stückchen weiter. Dann ist es halt so. Können uns da eigentlich absetzen, aber dann kommt gleich wieder die nächste Steigung, die uns das Genick brechen wird. Das macht dann wieder auch nur wenig Sinn. Das heißt, wir fliegen jetzt hier vor bis zur Brücke, die hier oben ist. Auch hier ist immer noch Steigung auf der Brücke. Das heißt, noch ein Stückchen weiter. Und dann könnte man sich... Auch hier ist wieder Steigung. Also, das ist hier gar nicht so einfach. Hier ist auch wieder Steigung. Könnte es fast hier versuchen. Hier. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Nee, da kommt zu viel Steigung. Also ihr seht, das ist alles nicht das, was wir brauchen. Weiter, weiter, weiter. Ja, da geht natürlich sehr, sehr viel von der Strecke weg. Aber es macht einfach keinen Sinn. Ja, wenn wir jetzt da irgendwo uns einfach nur willkürlich hinstellen. Ich könnte jetzt mal langsam hier gucken, ob man hier irgendwo, ja hier, vielleicht mal hier so ein bisschen gerade Strecke, dass man sich hier hinstellt. Okay. Let's find a new route. Und dann mal gucken, ob es hier vorangeht. Ob der Kenny es schafft, Fuß zu fassen, Grip zu bekommen, also Traktion zu entwickeln. Sieht aber auch eher schlecht aus. Ja, dann macht es einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, aber ich werde es jetzt durchziehen. Und dann weiß man auf jeden Fall Bescheid, das macht so fürs nächste Mal mit dem Szenario erstmal keinen Sinn. Und man sieht auch kaum was, dass man die Uhrzeit ein bisschen ändert, dass man hier sieht. Man sieht ja gar nichts.
So. Jetzt immer mal was. Deutlich besser. Und dann könnte man sich hier nochmal hinpflanzen und es von hier aus versuchen. 30 Meilen circa vom Ziel. Das Problem ist, wenn man halt auf solchen Straßen den Schwung verloren hat, dann wird es schwer, nochmal in die Gänge zu kommen. Das ist einfach so. Ja, deswegen ist es immer schwer, auf solcher Strecke dann zu pokern, um ehrlich zu sein. Aber schön ist durchziehen. Wir müssen die Erfahrung machen. Und ich kann immer noch sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Aus der eigentlich schönen Tour, die dann doch etwas verkorkst ist. Aber ja, es muss vorangehen. Nein, wir bekommen kein Grip mehr. Also es geht dann ständig mit 3, 4 Meilen nur noch voran. Wir bekommen einfach kein Grip mehr zwischen Reifen und Straße. Hier vielleicht noch mal probieren. Ich versuche halt jetzt auch nicht mehr zu viel von der Strecke zu kappen, aber es sieht nicht gut aus. Der Pessimismus war auf jeden Fall berechtigt. Anfangs. Ne, auch hier macht es keinen Sinn. Wir müssen mal wieder so eine Stelle haben, wo man richtig Schwung aufnehmen kann, wo man wieder etwas in Fahrt kommt. Hier vielleicht, hier geht es so ein bisschen runter. Könnte man sich ungefähr so hier hinstellen. Man muss immer halt aufpassen, dass man hinten nicht. Ne, dass man hinten noch auf der Straße ist, dass man nicht irgendwie im Graben liegt. So, jetzt könnte man endlich mal so ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Jo, jetzt scheint es mal wieder etwas zu funktionieren. Ich hoffe, dass wir jetzt ohne weitere Flycam-Aktionen durchkommen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ja, wir haben es jetzt mal ungefähr bei 30 Meilen. Das geht. Wird auch bestimmt vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Aber dass man wenigstens mal wieder vorankommt. Dass man wieder ein Gefühl hat, dass man sich bewegt. Das wäre definitiv nicht schlecht hier in Alaska. So. Hier, man sieht auch glatte Stellen, teilweise richtig viel Eis auf den Straßen. Das ist schon sehr rutschig. Ist auch gut gemacht hier. Hat man dann noch so kleine Windböen hier durch den Wald. Also, das ist schon, es macht schon Lust. Es ist halt schon eine Herausforderung. Die meiste Zeit fahre ich halt auch mit normaler Fracht hier hoch. Das hier ist halt schon extrem, extrem. Gerade für diese Verhältnisse. Aber den letzten Teil, den werden wir jetzt noch nicht schaffen. Noch ungefähr 100 Meilen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Ich muss jetzt auch aufpassen, kommen da schon ein paar Kurven, dass wir auch den Gegenverkehr, dass wir die Fracht auch generell noch unbeschadet abgeben, unversehrt. Dass wir den Gegenverkehr auch beachten. Das wäre noch wichtig und ja, wäre nicht schlecht, wenn das noch klappt. Dann ist immer so ein bisschen die Sonne. Ja, das ist definitiv ein anderes Wetter hier oben in Alaska. Und jetzt kommt auch jeder Teil, wo die Straße etwas freier ist, wo etwas mehr freigeräumt ist. Jetzt könnte man wieder etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen. So sieht es auch aus. Jetzt geht es schon deutlich besser voran. Also es war definitiv ein Experiment wert. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Klar. Es hätte mich auch gefreut, wenn es besser geklappt hätte, aber so ist es halt. Es läuft nicht immer alles nach Plan. Meistens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Man muss die Erfahrung halt auch machen. Und ja, so sieht es halt aus. So, 30 Meilen haben wir mittlerweile auf der Uhr. Dann mal sehen, was nächste Woche kommt. Ihr könnt es dann gerne mal auch, könnt ihr Vorschläge reinschreiben, was ihr noch gerne sehen wollt. Ihr wisst, ich versuche immer alles maximal umzusetzen, was ihr so vorgibt, was ihr euch wünscht. Vielleicht hat jemand mal einen Wunsch. ETS bei einem ATS kann man dann vielleicht auch umsetzen oder mal wieder Bus. Wobei wir erst letztens Bus gefahren sind, also ich glaube, das reicht soweit. Ich bin immer noch überlegen, ob ich doch auch mal den Bus zeigen soll oder mal den Fernbus-Simulator. Ich tue mich immer noch schwer, um ehrlich zu sein.
weil mich noch zu viele Dinge stören, aber vielleicht könnte man durchaus jetzt auch im Sommer mal die eine oder andere Folge von The Bass bringen. Ja, es geht ja schon ein bisschen voran, auch bei dem Spiel, bei dem Projekt. Mal sehen, was uns da auch noch erwartet. Ob sie dann irgendwann auch schaffen, mal den Multiplayer und den Mod-Support noch einzuführen, das wäre definitiv wünschenswert. So, 50 Meilen, das fühlt sich jetzt richtig, richtig schnell an. Im Vergleich zu vorher. Ja, sieht gut aus. Sieht doch schon mal schlecht aus hier. Halt aufpassen, dass man nicht zu schnell wird. Da ist schon die Grenze hier an Geschwindigkeit, weil man hat sich auch ganz schnell hier ausgehebelt. Also ein bisschen noch die Außenkamera mitnehmen. Aber es kommen jetzt ein paar Kurven, da muss man schon ein bisschen konzentrierter sein. Versuche es ja, wenn nur irgendwie möglich, auch Unfälle zu vermeiden. So. Ja, also hier seht ihr, ist man jetzt kurz vor Fairbanks. Hier fängt es wieder an. Also erstmal kein Schnee mehr. Jetzt fängt es, je weiter man gegen Süden fährt, je mehr fängt es dann wieder an, auch grüner zu werden. Dass man etwas mehr Vegetationsdichte dann auch sieht. Das ist auf jeden Fall ganz schön gemacht. Aber dieser Kontrast zu ihm ist man wieder froh, wenn man einen normalen Asphalt unter dem Boden hat. So, was ist hier los? Gut, also es sind auch nur 40 Meilen vorgegeben. Dann halten wir uns auch mal dran. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was hier die vorgegebene Geschwindigkeit so sagt. So. Dann versuchen wir mal 40 Meilen einzuhalten. Muss immer wieder auch in den Spiegel gucken, dass wir dann mit dem letzten Auflieger dann auch auf unserer Spur bleiben. Also das ist natürlich, gerade wenn man das nicht jeden Tag macht, ne, ist das natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Könnt ihr gerne mal alles nachstellen. Also wie gesagt, die Mods findet ihr wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Ist jetzt auch jetzt hier im Spiel um 4:30, das heißt, es dämmert langsam. Ich habe ja auch mal gesagt, hier in Alaska ja, ist so eine andere, ist ein anderes Zeitgefühl. Also es wird deutlich früher dunkel. Haben jetzt schon hier Sonnenuntergang. Ja, und ich glaube, bereits gegen 19 Uhr oder 18.30 Uhr ist es hier im Spiel in Alaska schon dunkel. Es ist halt dann auch, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ah, da hinten, das sieht echt schön aus. Nicht zu sehr ablenken lassen. So. Und wir sollten dann auch am Sonntagabend wieder live sein bei Maximus. Also, wenn alles klappt, mal sehen, wo wir dann fahren werden. Ich muss da erstmal noch planen. Also Stand jetzt, Tag der Aufnahme, habe ich erstmal für Freitag soweit alles geplant. Davon wird dann, wenn ihr das seht, dann war das ja schon. Dann sind wir dann mit dem Feldbinder durch Road to the Black Sea gefahren und müssen mal sehen, wo es uns dann am Sonntag hin verschlägt. Muss noch alles geplant werden. So, jetzt sind wir quasi im Fairbanks, ja, im Fairbanks angekommen. Ich bin auch mal gespannt auf das neue Industriegebiet. Das habe ich hier noch gar nicht weiter gesehen. Stehen bleiben. Es wird schon noch etwas nach hier. Ne? Also es ist nicht die
Natürlich nicht der gleiche Bremsweg, den man normalerweise hier so hat, aber es sieht schon cool aus. Jetzt mit dem der untergehenden Sonne und hier einfach diesen ganzen Lichtern. Das hat schon was, definitiv. Das ist ja grün geworden. Na gut. Der ist vorausschauend. Und dann. Ah, da hinten wird es knapp. Das geht aber. Dem letzten Teil hier des Gespannes muss man ganz schön. Es ist schon ein anderes Fahren. Das ist definitiv so. Ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag machen. Es muss schon was Besonderes bleiben, auch für mich selbst. Damit ich auch bei sowas noch Freude verspüren kann. Jetzt gehen hier mal die Laternen langsam an. Hier halt die normalen jetzt SCS-Firmen, die jetzt hier am Start sind. Wäre schön, wenn die Ampel grün werden würde. Ich habe jetzt gerade noch Schwung. Ja, die müsste jetzt eigentlich grün werden. Ja, gut. Perfekt. Also sieht schon, also hier ist schon sehr, sehr viel Neues dazugekommen. Also Firmen um Firmen sind hier angesiedelt worden. Das ist ein riesengroßes Industriegebiet. Ich mache nochmal ganz kurz die Karte auf. Dann seht ihr es auch. Man sieht auch, dass Performance ein bisschen in den Keller geht. Also hier ist schon eine riesen. Hier ist ein bisschen was los. Hier ist einfach ein Riesengebiet dazugekommen. In Fairbanks. Go straight on. Oh ne, da fahren wir jetzt noch rüber. So, ist noch orange gewesen. Ist noch orange gewesen, liebe Leute. Ihr seid meine Zeugen. Und dann sind wir auch langsam, aber sicher am Ziel. So. Stoppschild an. Erstmal gucken. Also wir fahren jetzt hier raus. Alles andere macht wenig Sinn. Ey, bleib doch stehen. Oh, also. Vorausschauende KI ist auch ein Träumchen, der wahrscheinlich so schnell nicht wahr wird. Komm raus. Dann komm. Dann fahr. Ich komme jetzt nicht vorbei. Ich komme da nicht vorbei. Malbengeschoss. Ich muss jetzt auch aufpassen. Hinter mir stehen noch Autos. Also. Na, dann fahr doch. Na gut, dann wird es jetzt teuer. Dann ist es so. Dann wird es jetzt teuer für den Pkw-Fahrer. Ja. Was soll man machen, ne? Ja. Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man sich nicht kooperativ verhält im Straßenverkehr. Oh je. Jetzt hier am Ende noch Malheur Grande. So, und dann sollten wir auch langsam mal an unserer Firma angelangt sein. Dadurch, dass natürlich jetzt so viele Firmen hier angesiedelt sind, fährt man hier auch ein gutes Stück dann durch das Industriegebiet. Also, ist gar nicht so ohne hier. Wie gesagt, man muss halt gucken. Eben war jetzt auch ein bisschen Performance in den Keller gegangen. Also, mal sehen, ist halt auch, ne, die ganze Map hier ist eigentlich auch noch eine Beta-Version. Also, ist noch nicht ganz ausgereift. Aber ja, es geht schon in die richtige Richtung. So. Dann mal hier links, dann mal rechts. Das ist ein riesen Industriegebiet. Da müssen wir rum. Jo. Das passt doch. Man muss jetzt ein bisschen in die Kurve schneiden.
Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Hier ist Platz satt und massig. So muss das sein, wenn man zu einem langen Geschoss hier ankommt. Jetzt kommt natürlich auch die Unterbodenbeleuchtung hier total zum Tragen. Und wir haben eine dankbare Abladestelle. Einfach nur geradeaus rein. Wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, trotz allem und trotz der Umstände und ja. Oh. Nee, man kommt nicht mal ganz auf den. Man kommt nicht mal ganz, weil hier der Berg im Weg ist. Und dieser Steinhaufen. Na gut, da machen wir Schnellabgabe. Was soll's? Also, kann jetzt auch nicht. Ja, dann ist es so. Dann ist es halt so. Dann ist es so. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Es passt einfach zum Abend heute. Jetzt fing auch noch wahrscheinlich durch die Luft, weil hier einfach nicht genügend Platz vorgesehen ist. Dann ist es so. Und dann machen wir nochmal ganz kurz hell, damit man nochmal was sieht. So, und dann würde ich sagen, ist diese Tour geschafft, nachdem ich sie vor 2 Stunden begonnen habe, vor über 2 Stunden. Ja, also mehrmals mit neuer Fracht und anderen Gewichtsklassen und anderen Startpunkten und. Also, ihr seht, gerade bei solchen Aufnahmen Absurdistan, es läuft nicht immer alles nach Plan, aber dafür finde ich, ist es noch gelungen. Die Fracht haben wir unbeschädigt abgegeben. Es sieht hier auch gar nicht so schlecht aus. Mir gefällt das hier ganz gut. So ein bisschen einfach mal abgelegen von einer Stadt. Das ist auf jeden Fall schön. Und dann hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn dem so war, wenn dem so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns definitiv nächste Woche wieder mit einigen neuen Videos und hoffe, dass ihr bis dahin schöne Tage habt und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bis dann, euer Big Panda, bye bye.